Kicks und herzlich willkommen zurück bei Chris Tamen, heute mit einer weiteren Retro-View. Ich habe mir gedacht, und die meisten haben es wahrscheinlich auch im letzten Video schon erkannt, es geht um eine Spielzeugserie oder eine Cartoonserie aus den 80er Jahren, die mich als Kind extrem beeinflusst hat und auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich habe sehr viel mitgespielt. Ich habe ja euch einen kleinen Tipp gegeben, dass die Leute, ne, Masken aufsetzen, Laser rausknallen und so weiter und so weiter. Deswegen zeige ich euch jetzt das ultimative Playset neben Castle Grayskull und den Master of the Universe Serien von der Serie Mask. Ta 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 ta. So, das ist die Bungalow, die Kommandozentrale von der Mask-Fraktion der guten Seite aus der Serie. Es gibt ja Venom und Mask. Das ist die Kommandozentrale von Mask. Es ist eine Tankstelle. Ja, sehr aufregend. Nein, ohne Witz. Das Ding war in den 80er Jahren, ist immer noch eins der geilsten Playsets, die es gab und die es gibt. Ich finde es echt schade, dass es mittlerweile heutzutage sowas nicht mehr gibt. Und wenn es sowas in der Art gibt, ist es nicht bezahlbar. Trotzdem hat es früher fast jeder gehabt zum Spielen. Und wenn es keiner gehabt hat, hat man jemand einen Freund gehabt, der das Teil besessen hat. Man hat seine Fahrzeuge geschnappt und ist dann zum Nachbarnsjungen und hat damit gezockt und gespielt. Wobei Zocken jetzt hier natürlich mittlerweile ein anderer Begriff ist. Okay, was ist so besonders an diesem Playset? Die Leute, die das kennen, wissen, ey, das ist einfach nur geil. Es sieht ein bisschen langweilig aus, klar, ist eine Tankstelle. Ich hole jetzt mal ein Fahrzeug dazu. Den Thunderhawk ist nicht ganz kompletto, aber damit man die Größenverhältnisse mal sieht, hab hier den Thunderhawk. Ich kann dir das erste Spiel zeigen. Ihr habt hier so ein automatisches Tor, was ihr quasi aufmachen könnt, dann nach hinten schieben, dann bleibt es auch offen. Dann könnt ihr hier schön mit dem Auto durchfahren, der löst. Und das geht natürlich auch wieder zu. So. Es ist natürlich das Playset nicht alleine. Ihr habt zwei spezielle Figuren, kriegt ihr mit diesem Playset dabei. Einmal den Alex Sektor und den Buddy Hawks. Der hat dauernd seine Walkman-Dinger in den Ohren. Und dazu gibt es natürlich auch zwei Masken. Eins und zwei. Die Maske von Alex Sektor heißt Jack Rabbit und die Maske von Buddy Hawks heißt Penetrator. Jetzt bitte keine Witze, das ist wirklich so. Wir hatten in den 80er Jahren noch nicht solche Gedanken. Okay? Cool. Also die Figuren waren mit dabei, hat man auch direkt loslegen können. Was ist jetzt so besonders an diesem Playset? Abgesehen davon, dass es echt riesig ist. Es ist, eine, wie gesagt, schon eine Kommandozentrale. Ihr habt mehrere Features, Verteidigungsfeatures. Wenn jetzt Venom gekommen ist und euch angreifen wollte oder diese Basis angreifen wollte, habt ihr mehrere Verteidigungsmechanismen. Dafür nehme ich einmal hier den Thunderhawk weg. Die erste Verteidigungseinrichtung ist natürlich, die Anlage hermetisch abzuriegeln bzw. zu panzern. Eine Tankstelle panzern? Ja, das geht. Und zwar habt ihr erstmal die Möglichkeit, das Tor zu machen. Das Tor gegen eine Panzertür zu tauschen, die natürlich dann hier vorne auch aufgeht. Das zweite, das klappt jetzt wahrscheinlich nicht, weil das ein bisschen klemmt, aber ich versuche es trotzdem. Das zweite Element ist hier der Tankstellenshop. Den könnt ihr natürlich auch hermetisch abriegeln bzw. verteidigen. Und zwar, wenn ihr hier vorne habt ihr einen kleinen Griff, den drückt ihr nach vorne. Dann klippt hier einfach die Panzermauer nach vorne. Und ihr habt eine Laserkanone hier unten, sieht man da, die hin und her geht. Das war noch nicht alles. Was bringt denn eine Festung, die keine Kanonen zur Verteidigung hat? Hat diese ohne Ende. Ihr seht die Zapfsäulen. Die Zapfsäulen kann man auch ganz leicht von hier vorne bedienen, also von hier hinten. Das verwandelt sich in Laserkanonen. Wenn ihr nicht so brutal spielen wollt, könnt ihr natürlich auch sagen, die spritzen Wasser. Ist natürlich nicht so cool, aber es funktioniert auch. Die Fantasie ist eure Grenze, wie so schön das Slogan aus den 80er Jahren hieß. Des Weiteren haben wir hier das Schild. Bei dieser Station ist es leider so, dass hier eine Seite abgeknickt ist, gebrochen ist. Deswegen muss ich ein bisschen nachhelfen. Ihr habt hier hinten das Schild, bewegt sich. Ihr könnt es einfach nach links und rechts drehen. Dann geht die Klappe auf. Na, geht's alleine? Na, nicht ganz. Dann klappt die Klappe runter und ihr habt hier zwei Laserkanonen. Die könnt ihr hier auch natürlich nochmal benutzen. So, das geilste Feature überhaupt, was ich glaube an jedem Typen richtig Spaß gemacht hat, war der Felsbrocken. Wie habt ihr schon gesehen, wenn ihr es nicht kennt. Ihr dreht hier und dann kommt auf einmal zack eine Kanone raus. Ich habe mir immer einen Spaß gemacht und versucht, wie weit man diesen Felsbrocken durch die Gegend kicken kann. Gehen wir mal dahin. So, die Kanone ist dann logischerweise meistens bemannt. Ich habe mir immer den
den Hawk hier reingesetzt und dann kannst du hier, kann man hier unten natürlich schön drehen. Hier ist ein Mechanismus, den man hoch und runter ziehen kann und von hinten alles bedienen. Wenn man hier hinten steht, kann man die komplette Basis benutzen und bedienen. Das war halt das Geile. Man sieht zwar nicht, was vorne passiert, aber man kann hier drin alles machen. Eine Festung ist ja keine Festung oder wäre keine Festung, wenn es nicht einen Schutz gegen Einbrecher hat. Hat die Bude natürlich auch. Müsste ich nur einen Einbrecher holen. Der Einbrecher in diesem Fall ist Miles Mayhem. So, Miles Mayhem ist jetzt mal hier an der Seite, ist die Treppe hochgelaufen, die Leiter, und hat sich mal hier hingestellt und gesagt, so Leute, jetzt klaue ich mir mal hier eure Geheimnisse. Nix da. Denn das Teil hat eine Falltür. So viel zum Thema Miles Mayhem. Das ist ein richtig geiles Feature und er landet auch direkt, wo er hingehört, im Knast. Der Knast, also der steht genau unten drunter logischerweise und fungiert gleichzeitig als Bordcomputer für die Zentrale, die natürlich Alex Sektor dann immer bedient. Also meistens steht er dann so hinter drin und düdelt an seinem Computer rum. Damals, was heißt damals? Damals war es ein richtig krankes Teil, also richtig super. Ich bin so ausgeflippt, als ich das bekommen habe als Kind. Ist natürlich, wie viele Sachen auch, verloren gegangen, kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir es jetzt hier neu besorgt. Leider ist diese Variante auch nicht so super intakt, wie sie sein sollte. Der Verkäufer hat den Versand nicht so ganz ernst genommen und hat die Sachen nicht geschützt. Deswegen habe ich hier leichte Brüche drin und so sauber war die auch nicht. Aber gut, putzen muss man ja auch mal machen. Man kann so viel damit machen, man hat so viel Spaß mit dieser Station gehabt, man hat so viele Möglichkeiten, sich da auszutoben, auszuleben. Ja, ihr merkt schon, kommt die Kindheit wieder hoch. Es ist halt nochmal so. Das ist die Station von unten. Ihr seht jetzt hier einfach nur den Mechanismus für die Tanksäulen, dass man die hin und her ziehen kann. Das Ganze drehen wir jetzt einfach mal um, dass ihr mal seht, was da hinten passiert. Hier seht ihr jetzt den blauen Hebel, der ist für die Zapfsäulen. Wenn ihr die nach hinten zieht, drehen sich die Zapfsäulen um und ihr könnt damit ein bisschen rumspielen, hin und her. Hier oben, der graue, ist dafür verantwortlich, dass ihr die nach, also ihr könnt ihn nach vorne drücken, hier, und dann geht vorne die Mauer runter und ihr habt die Laserkanone, die ihr hin und her drehen könnt. Was ihr jetzt hier gesehen habt, da sieht man ganz, ganz schlecht im Bild hier, ist die Kanone, das ist das Rad, das könnt ihr drehen und ihr habt einen kleinen Punkt, wo ihr merkt, dass es keinen Widerstand hat, lasst es einfach los und dann geht das Teil nach oben. Das gleiche mit der Tür, die könnt ihr hier einfach aufschieben und hier unten, zeige ich euch mal so, dreht ihr einfach am Schild und habt die Laserkanone direkt einsatzbereit. Die Falltür wird einfach ausgelöst, wenn ihr hier einfach an der Seite reindrückt, fällt die Falltür nach unten. Und schon habt ihr das ganze Mask-Arsenal aufgebaut. Hier, lieben Kekse, das ist die Bruderhill-Station von Mask, wie ihr das auch nennen möchtet. Für mich immer noch eines der geilsten Playsets neben Master of the Universe. Zu den Master of the Universe Playsets komme ich vielleicht auch noch. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Aber vorher möchte ich gerne wissen, wie hat euch das gefallen? Findet ihr Mask cool? Findet ihr das Playset cool? Hattet ihr es vielleicht selber sogar gehabt? Habt ihr mitgespielt? Schreibt mir eure Erfahrung einfach mal in die Kommentare. Für Fans der Serie kann ich noch sagen, es gibt ja mittlerweile verdichtendere Gerüchte, dass Mattel, gar nicht wahr, Hasbro die Serie bzw. die Toyline wieder neu aufleben lassen möchte. Also es kann eventuell passieren, dass Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres neue Mask-Artikel im Laden stehen. Das wäre natürlich mega. Für mich wäre es natürlich ein bisschen schlecht, weil ich A keinen Platz mehr habe und B dann schon wieder Geld ausgebe. Oh, ist das schlimm. Aber für euch wäre es auf jeden Fall ein Plus. Ihr habt wieder was zu gucken und auch zum Lachen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir auch ein Däumchen da, dass wir ein Träumchen. Alex und ich würden uns tierisch drüber freuen. Guckt am Mittwoch wieder rein, da ist ein neues Unboxing. Es wird sein der Arcade-Blog. Videospiele, Nerds und Fans von Retro-Sachen kommen wahrscheinlich voll auf ihre Kosten. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, was drin ist. Sehe ich ja dann. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Tschüssikowski, ihr Kekse.